Wie jedes Jahr kurz vor Ende der Wintersaison trafen sich zahlreiche Genießer aus nah und fern im Fünf-Sterne-Hotel Zentral in Sölden. Unter dem Motto Wein am Berg begaben sich die Gäste auf eine kulinarische Reise von Österreich bis nach Asien. Wein am Berg ist eine gewachsene Veranstaltung, die eigentlich begonnen hat mit der Idee, die Winzer aus dem Osten Österreichs in die Berge zu holen und dann eben den Gästen die Möglichkeit zu bieten, diese tollen Weine in unserer wunderschönen Natur zu genießen. Also der Wein am Berg ist ein sehr kompaktes Gourmet-Wochenende, sage ich mal. Und zwar starten wir mit einem Donnerstag Get-Together, das heißt, die Leute reisen alle an, woher auch immer, von weit und fern. Und am Abend haben wir dann einen Gastkoch dabei, gestern war das der Johann Lafer. Und dann kocht unsere Küche und die Gastküche immer ein Gericht. Und dazu gibt es dann die Weine aus dem Burgenland. Und da haben wir die renommierten Weingüter, die uns da seit Anfang an begleiten und das Wein am Berg Event mitgestalten. Ich finde es toll, dass man das tolle Freizeitvergnügen mit dem Lebensgefühl verbindet. Für mich ist natürlich ein gutes Essen, ein leckeres Glas Wein, natürlich dann die Berge, die Freizeit, das Skifahren, der vollkommene Genuss. Und ich finde es schön, dass man das hier in Sölden erleben kann. Ich habe das Gefühl, die Gäste sind gut drauf, die lachen am Tisch, die Teller kamen leer zurück in die Küche. Was will man mehr als Koch? Wenn der Teller leer ist, war der Gast meistens zufrieden. Dieses Jahr haben wir das Thema Österreich trifft Asien. Mein Bruder arbeitet im Moment in Kuala Lumpur, in einem Hotel dort, wo er Küchenchef ist. Und dieses Hotel hat mehrere verschiedene Restaurants. Und da haben wir eigentlich gesagt, solange er noch unten ist, nützen wir diese Connection und holen uns dort die jeweiligen Küchenchefs aus den Restaurants. Das heißt, wir haben einen waschechten Japaner da, einen originellen Chinesen, wir haben einen Inderin da, also wirklich authentisch. Heute waren wir zum Beispiel am Speichersee, am Tiefenbachferner, da haben wir eine schöne Kulisse aufgebaut mit den Kollegen der Bergbahn in Sölden. Und dazu haben wir noch gehabt unseren japanischen Chef dieses Jahr, der Chef Minami. Und der hat dort frisch Sushi zubereitet. Der hat dort die Sushi-Rollen, die Maki und Sashimi und wie das alles heißt, für die Gäste eben dort präsentiert. Und da hat man dazu dann die Weine aus dem Burgenland verkosten können und zu schauen, welcher Wein zu welchem Sushi am besten passt. Einfach ein Traumtag da oben. Und wenn man da eine Stunde sitzt und nur auf die Berge rausschaut, das ist einfach etwas, kann man mit Worten eigentlich nicht beschreiben. Und nach diesem Tag am Berg macht man am Abend dann meistens entweder ein schönes Gala-Dinner im Hotel oder so, wie wir es heute gemacht haben. Wir haben gestartet im Ice Q mit dem Aperitif. Das ist, obwohl das sehr viele Stammgäste waren, die heute mit dabei waren, für viele das erste Mal gewesen, dass sie im Ice Q waren. Und es tut einfach immer wieder gut, wenn man hört, wie toll dieses Restaurant empfunden wird oder wie einfach diese Kulisse draußen mit der Natur und herinnen mit diesem Restaurant zusammenpasst. Und die Gäste haben heute sehr lockeres Appetizer-Ambiente gehabt. Da haben wir schöne Vorspeisen gehabt in kleinen Portionen, dass jeder viele Sachen probieren hat können. Es ist einfach eine Reise, sage ich mal, die die Gäste sonst so kompakt nirgends machen könnten, glaube ich. Dies war nur ein kleiner Ausschnitt von Wein am Berg 2014. Und mit jedem Jahr wird es noch besser. Sölden TV. Hier bist du der Star.